Hallo, willkommen zu Soriva, liebe Menschen und Nichtmenschen. Wer weiß, vielleicht gucken bei mir ein paar Katzen zu oder sowas. Gibt bestimmt jemanden, der seine Katze vorm Fernseher setzt oder vorm PC. Ey, guck mal, let's play. Und da habe ich gerade etwas getan wieder, was ich nicht hätte machen brauchen. Vielen Dank an Let's Play Chris, denn er hat mir gesagt, wenn man zweimal die Seelentaste drückt, kann man den Reaver wegstecken oder einfach rausholen. Und damit geht es einfach viel schneller. Das hier habe ich noch 20 bis 30 Mal probiert und irgendwann, es funktioniert wirklich. Wie man sieht. Und jetzt klappt es auf Anhieb. Und jetzt kriegt man doch die Tür auf. Ich weiß nicht, ob sie immer offen bleibt, das werde ich mal testen. Oder wann reagiert das Auge? Hier schon. Okay, ich hoffe mal, dass die Tür immer offen bleibt und dass ich jetzt in Ruhe den... Ah. Back. Hier muss genug Zeit sein. Schnell den Reaver holen und dann wieder zurück. Was? Immer wenn ich über diese Schwelle hier trete? Okay. Ja, wenn ich schnell dran vorbeigehe, vielleicht. Aber das bringt mir auch nichts. Gut, gut, gut. Ein weiteres Rätsel. Wow, wir sind ein bisschen weitergekommen. Ich könnte natürlich die Ebene wechseln, aber was soll mir das bringen? Tja. Wer weiß. Jetzt ist die Tür offen und jetzt... Stein. Nix Stein. Ich gehe mal schnell hier hin. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Du da vielleicht? Mach die Augen auf. Nö, die Tür ist zu. Naja, wenn mir das reichen sollte, gehe ich erstmal noch in einen anderen Raum. Weil auch da habe ich ein bisschen rumgeguckt und da bin ich viel weiter gekommen. Bevor jetzt wieder so ein Part kommt, gehe ich in einen anderen Raum und weiß, dass ich etwas schaffen werde. Gut, vielleicht etwa so. Ja, wir versuchen es einfach mal. Und da fällt die Tür wieder zu. Alles klar. Das war jetzt... Wow. Klasse. Das war jetzt eher Zufall, dass ich das rausgefunden habe. Aber ich hab's anscheinend. Jetzt das gleiche Spiel andersrum. Jetzt müssen wir versuchen, hier rüber zu kommen. Mit Erfolg. Ah, diese doofen Treppenstufen immer. Jetzt haben wir es. Gut. Boah, das, ich glaube, das ist auf Zeit. Jetzt müssen wir schnell die Brücke, glaube ich, aktivieren. Jetzt müssen wir schnell das Auge ein zweites Mal blenden. Jetzt
Jetzt müssen wir uns, glaube ich, schnell den Reaver holen. Naja, das Auge ist schon wieder da. Schnell den Luftstrom ändern. Ich habe Angst, das ist auf Zeit anscheinend. Bitte, 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 bitte. Bitte lass die Brücke ein bisschen länger da sein. Ich bin so kurz davor. Mein Herz pocht. Die Brücke ist noch da. Fragt sich nur, wie lange. Und? Geschafft! Ja, ja, den Raum haben wir jetzt. Und dort oben ist ein Kristall. Lecker. Ja, so. Ein Herz, was aussieht wie ein Stein. Also ich kann es irgendwie pochen hören, ihr wahrscheinlich nicht. Das ist ziemlich leise und ziemlich schwach, das Pochen. Und Raziel ist jetzt der Eismann. Er friert alles unter sich ein. Danke. Ich wusste nicht, dass die Tür zugeht. Das hätte ich nie gedacht. Ja. Das ist zwar nicht ganz das Blau, was wir haben, aber wir gehen einfach mal hin. Und müssen diesen Herzkristall irgendwas abliefern. Hier sind so komisch leckere Leichen, die am Zappeln sind. Und da gehört anscheinend das Herz rein. Cool. Also wenn das kein Mundgeruch ist, dann weiß ich auch nicht. Werden wir erstmal alle drei Dinger reintun. Ah, hier ist auch jetzt irgendwie so ein kleiner Nebel. Der nach oben geht. Praktisch. Licht haben wir schon und dann gehe ich mal in die Lichttür. Licht. War das die, wo wir das letzte Mal waren? Ich weiß nicht. Ja, das war die, wo wir letztes Mal waren. Auch hier in dem Raum kam mir eine neue Idee. Diese Idee kam mir eigentlich zeitgleich mit dem Zeitpunkt, wo ich vorhin rübergeschwebt bin. Weil das hier da oben ist auch ein Luftstrom und da oben ist ein Loch. Und ich weiß jetzt, was als Ebene wechseln soll, und zwar den Luftstrom unterbrechen. Tja, so viel habe ich gelernt. Sluak. Luak ist lecker. Ich verstehe es manchmal nicht, wenn man mit voller Lebensenergie die Ebene wechselt. Okay, hatte ich jetzt gerade nicht, das weiß ich selber, aber dass man dann irgendwie schon angeschlagen in die zweite Ebene kommt.
Da. Bam. Und ich renn voll in die Rotze. Schatten. So, hier kam mir auch wieder eine Idee. Das Prinzip von gerade eigentlich. Ah, Kacke. Komm wieder. Ich glaube, die wird gleich rausgehen, wieder die Brücke. Nochmal machen. Jetzt einfach den Reaver wechseln und rüber. Und das hier ist mir letzte Mal auch nicht aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, dass ich mein Video wieder geschaut habe. Ja, ich schaue mir meine eigenen Videos an. Was man vielleicht besser machen könnte oder allgemein sowas. Bing. Jetzt wieder flirt. Also mein Herz ist rot. Oder hoffe ich zumindest. Grünes Herz, ne. Dafür schleimt jetzt Raziel ein bisschen rum. Raziel, du scheiß Schleimer. Slime. Okay. Danke, die Tür ist zu. Ich hätte es nie gedacht. So. Ah, ja. Ich dachte schon, hier raus kommt ein Luftstrom. Das fand ich ein bisschen unlogisch. Das sah aber nur so aus. Und wieder so ein Raum. Hier, nimm das. Cool, diesmal nimmt Raziel das viel gelassener. Macht er brav. Nur noch ein Herz fehlt. Und das holen wir uns auch noch. Mal gucken, wie hoch wir schon mal mit dem Strom kommen. Weil ich denke mal, wenn man nach oben kommt, muss man erstmal alle zwei Reaver nach oben bringen und dann in diese Münder schießen, die wir da gesehen hatten. Es ist eine Gewohnheit. Ich hab den Kommentar zur Kenntnis genommen, Let's Play Chris. Und... Oder Chris, eher. Aber ich tue es immer noch aus Gewohnheit. Ich mache es mir einfach viel zu umständlich. Und eine letzte Richtung.